Los geht's mit der Tour de France. Endlich sind wir soweit mit Ulle, gerade die Dauphiné gewonnen. Jetzt ist für mich früh am Morgen, deswegen klingt meine Stimme noch ein bisschen müde, aber ich habe mir einen Kaffee zur Verstärkung geholt. Ich bin ein bisschen nervös vor der Tour de France, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Jahr wollen wir die Tour de France gewinnen. Das wollen wir definitiv schaffen. Wir sind natürlich ein bisschen davon abhängig, wie stark Roglic und Pogacar dann auch bei den Bergetappen in Form sind und wie gut Ulle dann auch die Strapazen der bisherigen Saison verkraftet hat. Also wir werfen mal kurz den Blick aufs Profil. In Kopenhagen geht's los. Der Anfang ist wieder sehr, sehr ähnlich. Da gibt es keine Unterschiede. Also La Superplanche de Belleville fehlt, glaube ich, wieder. Es ist ziemlich ähnlich zur vergangenen Saison. Es wird ja immer nur minimal angepasst, die Tour de France hier im Game. Dann geht es nach Finot-Immoisson, 8. Etappe. Das ist so die erste richtige Schwierigkeit. Ich denke mal, dass wir vorher uns den ein oder anderen Etappensieg auch auf den hügeligen Etappen holen können. Kopfsteinpflaster sollten wir auch gut mit rüberkommen mit unserem 72er Wert inzwischen. Dann gibt es natürlich hier gleich mal 5 Bergetappen hintereinander. Dieses Mal auch wieder die Bergankunft oben in Alpe d'Huez. Das wird interessant. Der Col du Granon ist ja immer so ein bisschen der Gradmesser für die Gesamtklassements-Favoriten. Da gibt es dann 2 Berge der Ohr-Kategorie. Da wird es richtig, richtig schwer. Dann nochmal ein Zeitfahren über 28 Kilometer. Ich glaube, das ist wieder ein sehr, sehr schwieriger Parcours. Nach Andorra la Vieille in die Pyrenäen geht es hier, nach Otterkam und dann zum Schluss nochmal das 40 Kilometer Zeitfahren nach Rocamadour. Das kennen wir. Also schweres Profil. Ich glaube aber, dass es Ulle ganz gut liegt. Die Zeitfahren sollten wir auch ohne sehr, sehr großen Zeitabstand beenden können. Jetzt geht es natürlich wieder los. 12 Kilometer Auftaktzeitfahren in Kopenhagen. Das ist kein besonders schweres Zeitfahren. Da muss man eigentlich in den Kurven immer nur aus der Zeitverhaltung rausgehen und ansonsten komplett durchballern. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass Ulle da zumindest mal keine Zeit verliert. Wir starten mal das Rennen. Ich würde das Team an einer einzigen Position ändern. Ich würde Kasper Askren rausnehmen und dafür Tom Dumoulin mit reinnehmen, weil er einfach am Berg auch nochmal stärker ist. Hat zwar hier nur den Bergwert 75. Kasper Askren, weiß ich jetzt gar nicht, was hat denn Kasper Askren für einen Bergwert? Der ist oft, sollte schwächer sein, ja, 66, also das passt. Und dann würde ich sagen, starten wir unsere Tour de France, die zweite, an der wir teilnehmen dürfen. Und gehen gleich mal rein. Also 12 Kilometer Auftaktzeitfahren, wir kennen dieses Zeitfahren. Es ist nicht sehr schwer, aber mal schauen, was da so für uns drin ist. A few more seconds until he sets off. Come on, let's give him some encouragement. So, los geht's mit der Tour de France 2026. Mitfavorit Jan Ullrich steht oben auf der Rampe. Prologauftakt in Kopenhagen. Ich bin sehr nervös. Und versuche immer so lange wie möglich in der Zeitverhaltung zu verharren. So, vorne kommt eine etwas weitere Kurve. Okay, bislang sieht's gut aus. Boah, das war kurz mal versteuert. Ich bin so nervös, ist unfassbar. Mein Herz schlägt echt sehr, sehr hoch. Wir wollen diesen Tour de France-Sieg unbedingt haben. Einmal kurz aus der Zeitverhaltung raus, muss man natürlich erst wieder Schwung mitnehmen. Wir kommen gleich zur ersten Zwischenzeit. 7:38, da die Bestzeit. Da bin ich ein bisschen früh raus. Da sind wir ziemlich gut. Also zeitgleich mit Gunner. Das wird ein sehr, sehr enges Höschen. Vielleicht sogar das gelbe Trikot für Ulle zum Start. Da können wir die Zeitverhaltung durchballern. Es ist noch ein Stück bis ins Ziel, aber ich glaube, wir können es so lassen. So, boah, da sind jetzt Roglic und Pogacar aber nochmal drüber mit 5 Sekunden vor uns. So,
So, 2,4 Kilometer. Der rote Balken könnte kompliziert werden. Nehmen wir nochmal ein bisschen Schwung mit und jetzt ist die Energie ein bisschen raus. So, letzte Kurve. Versuchen es nochmal. Energielevel ist so lala. Wir kommen deutlich unter der 14,20. 13,46 müsste es gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass es fürs gelbe Trikot gereicht hat. Dafür haben wir uns die Energie, glaube ich, nicht perfekt genug eingeteilt. Und auch die Kurven bin ich nicht optimal gefahren. Puh. Also jetzt weiß ich, dass ich noch einen Herzschlag habe. Aber das war schon sehr, sehr happig. Ladies and Gentlemen. Okay, es hat doch gereicht. Ja, nice. Ja, Hammer. Yes. Auftaktsieg. Zeitgleich mit Pogacar und eine Sekunde vor Roglic. Ja, nicer Dicer. Ja, perfekt. So kann es doch losgehen. Gibt auch nochmal ein kleines Achievement dann nach der Tour de France. Dann leveln wir unseren Ulle komplett durch. Ja, krass. Da sage ich sogar Sepp krass. Wahnsinn. Also, eine Sekunde haben wir auf Roglic, zeitgleich mit Pogacar, wahrscheinlich ein paar Zehntel, die wir da Vorsprung hatten. Ein bisschen Glück für uns hier zum Auftakt, weil wie gesagt, das war kein optimales Zeitfahren. Romain Bardet verliert gleich mal eine Minute 15. Wout van Aert mit 7 Sekunden in absoluter Spitzenform. Bissegger 7 Sekunden Rückstand. Wir haben ein sehr geiles Team mit dabei, mit dem wir natürlich auch in der Ebene und überall richtig geile Taktiken machen können. Das stand ja auch in den Kommentaren, dass das Team mehr genutzt werden soll. Das werden wir natürlich bei der Tour de France jetzt machen. Ulle in Gelb. Was hätte Besseres passieren können zum Auftakt? Hab ja gesagt, das Zeitfahren nicht besonders schwer. Jetzt geht's von Roskilde nach Nyburg. Da geht es wieder über die geile Brücke. Das wird mit unserem Team tatsächlich ein Fest werden, da drüber zu fahren, weil wir haben so viele gute Zeitfahrer. Da können wir sicherlich den ein oder anderen Gesamtklassementsfahrer vielleicht schon mal ein bisschen distanzieren. Also, wir versuchen ein bisschen Nachführarbeit zu machen. Bergtrikot, Ausreißergruppe sparen wir uns und im Finale, da ballern wir nochmal richtig rein. Wir gehen rein in die zweite Etappe und da wir ja der neue Kannibale sind, wollen wir uns natürlich alle Trikots sichern. Vorne eine Ausreißergruppe weg, aber wir wollen natürlich auch unser grünes Trikot verteidigen, im Idealfall auch das Bergtrikot holen. Das könnte natürlich ein bisschen komplizierter werden. Aber wir probieren es auf jeden Fall. Da haben wir Caden Groves. Oh, da kommt nochmal eine Kurve. Das wird schlimm. Wir werden jetzt gleich weggeballert. Okay, die gehen aber sehr, sehr früh los. So, gehen wir nochmal hier in den Windschatten. Versuchen uns hier die Punkte zu holen. Und das machen wir tatsächlich. Also, das war ein guter Sprint von Ulle. Gleich mal 13 Punkte nochmal on top fürs grüne Trikot. Wir gehen natürlich dann gleich auf die große Brücke und schauen mal, was wir dort mit der Windkante so anstellen können. Wout van Aert, ein Team, den werden wir sicherlich für die Sprintanfahrt auch häufiger mal nehmen. Das habe ich mir auch vorgenommen, weil man hat gerade gesehen, von hinten sprinten im Windschatten einfach viel, viel geiler. Da muss ich noch ein bisschen was lernen, aber wenn alles immer perfekt laufen würde, dann wäre es ja manchmal auch langweilig beim Zuschauen. Wir gehen rein, Bereich ohne Windschutz startet gleich und eigentlich müssten jetzt langsam auch unsere Teamkollegen mal nach vorne kommen. Sind jetzt noch nicht in der optimalen Position, dann machen wir mal den hier. Zumindest, dass sie mal schneller nach vorne fahren. Ulle habe ich jetzt schon mal hier vorne platziert. Und jetzt beginnt es dann eben auch schon. Und hier muss man schön weit vorne reinfahren. Und immer auch aus der, ja ungefähr so fahren, von wo der Wind kommt. Vorne setzt sich Lotto Soudal gerade ab, aber das bringt ihnen halt nichts. So, da haben wir Tom Dumoulin. Die machen jetzt hier alle Sprintanfahrt. Ich versuche mich auch mal in die Windkante ein bisschen mit reinzunehmen. Also wir müssen nicht attackieren. Ich wollte ihn nur mal nach vorne holen. Ich glaube 100 reicht auch. Können wir uns nämlich mal bei Tom Dumoulin ein bisschen mit dranhängen. Und trotzdem hier das Feld distanzieren. Ups, ja, kaum drehe ich mich einmal um, schon werde ich da weggeblockt. Das war natürlich alles andere als gut. Außerdem fahren wir jetzt gerade nicht sehr windgeschützt. So, unser Team macht Tempo. Sind nur noch 56 Fahrer hier drin, dahinter eine 113-köpfige große Gruppe, die jetzt aber auch nochmal auseinanderfliegt. Roglic ist auf jeden Fall schon mal mit dabei. Da haben wir auch Remco Evenepoel ist mit am Start, mit der Nummer 1, ich weiß nicht wer es ist.
werden wir noch rausfinden, wer für die Ineos Grenadiers hier der Kapitän ist. Vorne hat sich unser Team jetzt mit eingespannt. Vorsprung wird jetzt sicherlich größer werden nach hinten. 1,56 für 106 Fahrer. Das ist schon enorm und wir können dann auch gleich mal die blauen Gele noch verteilen. So, ich benutze übrigens den Xbox-Controller, weil gefragt wurde. Ich werde es auch nochmal schriftlich beantworten. Ich bin jetzt Freitagabend nicht dazu gekommen. Aber Dankeschön für all die vielen Kommentare. Ist ja Wahnsinn. Das ist auch Wahnsinn, wenn man hier immer so weggedrängt wird. Ist jetzt hier nicht ganz so dramatisch, aber schade ist es trotzdem. Also danke für all die lieben Kommentare, die ihr schreibt und generell für all die Views und so weiter. Der Kanal geht weiterhin durch die Decke. Da bin ich froh, dass wir mit unserer ja ein bisschen Nische Radsport dann doch so viel erreichen. So, ich habe da ein bisschen Angst, weggeklemmt zu werden. Unsere Position ist ja ordentlich. Wir schauen mal, dass wir... Wahrscheinlich müssten wir hier auch ein bisschen rotes Gel verteilen. Weil Sepp Kuss und Geraint Thomas haben da jetzt schon ein bisschen Probleme. 60 Fahrer sind es hier. Einmal kurz hier hingehen. Die Position ist eigentlich optimal, weil windgeschützter geht es gar nicht. Moritz muss da jetzt mal hinterher. Wieder mal eine kleine Lücke gerissen. Remy Cavagna übernimmt wieder. Vorne sehen wir die 10-Kilometer-Marke. Dann sind wir auch über diese Brücke schon mal den gröbsten Teil drüber gefahren. So, da haben wir Geraint Thomas. Und ich glaube, jetzt ist mal so der Punkt gekommen, wo wir das blaue Gel mal allen Fahrern an den Kopf werfen. Kulle nimmt das auch mal. Cavagna nimmt da ein bisschen raus. Das will ich eigentlich gar nicht. So, also den schlimmsten Teil haben wir überstanden. Geraint Thomas kommt dann nochmal nach vorne. Unser Team ist, glaube ich, noch komplett hier vorne in der Gruppe drin. Also 59 Fahrer, 8-mal Team Telekom. Da haben wir bislang viel richtig gemacht. Arnaud Demar, der sicherlich im Sprint stärker einzuschätzen ist. So, Jungs, jetzt fahrt aber weiter. Wir wollen eigentlich nicht, dass die Gruppe da hinten wieder rankommt. Ich sehe da allerdings jetzt keinen großen Favoritennamen hinten bei den Gruppen. Es wird wahrscheinlich so sein. Also Roglic und Pogacar haben wir schon gesehen. Die sind auf jeden Fall hier mit am Start. Ich hole mir jetzt gleich Wout van Aert noch mit nach vorne. So, Dimola, Entschuldigung, ich fahre dir mal nicht in die Parade. Dann könnt ihr wieder nach vorne fahren und das Tempo weiterhin hochhalten. 6,6 Kilometer. Also wir sprinten natürlich auch mit Ulle. Grünes Trikot wollen wir verteidigen. Etappensiege wollen wir holen. Das wird ja vielleicht unsere letzte Tour de France. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ob wir dann weitermachen, das entscheidet natürlich dann auch ihr. Ich würde es gerne nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad probieren. Bis dahin müssen wir aber noch mehr XP sammeln, damit wir das auch freischalten können. So, jetzt ist Wout van Aert Zeit. Können natürlich auch den Sprint irgendwie für Ulle vorbereiten. Da können wir nur sagen, in Sprintposition begeben. Was bedeutet das? Ich mache es aber lieber ein bisschen manuell. Emanuel kennt man noch von früher die Filme. Ich mache es lieber mit Emanuel. So, jetzt müssen wir schauen, wo ist Wout van Aert. Ich hau ihn mal auf die 110. Boah, das ist ein bisschen weit hinten. Sieht nicht gut aus. Da ist nämlich jetzt doch auch eine kleine Lücke nochmal gerissen. Und ich glaube kaum, dass Wout van Aert dann nochmal nach vorne kommt. So, Alaphilippe. Tempo ist jetzt hier aber ein bisschen raus. Ich mache das mal ganz kurz weg. Da ist Wout van Aert. Ja, lassen wir mal ausreißen, ne? Lassen wir uns mal hier in Position fahren. So, jetzt wird es mir hier zu wild. So, Colbrelli. Geh weg, Colbrelli! Das hätte ich locker gewonnen. Das hätte ich locker gewonnen, wenn Colbrelli mich nicht voll weggeblockt hätte. Das war ein richtig ärgerlicher Sprint. Das hätten wir gewonnen. Das
hätten wir easy gewonnen. Easy peasy. Wir waren der Schnellste. Ich wollte nochmal ins Hinterrad gehen und dann ist er immer dahin gegangen, wo wir gerade waren. Also. So ein Mist. So ein Mist, aber es passiert. Es passiert, habe ja eben gerade schon gesagt, wenn man alles gewinnt, ist auch doof. Es ist menschlich, da einfach mal ein bisschen Scheiße zu bauen. In der Gesamtwertung bleiben wir vorne. Nur die Bergwertung, die haben wir nicht. Schade, das wäre natürlich nice gewesen, hier gleich den zweiten Etappensieg zu holen. Aber das zeigt eben auch, Ulle ist auch im Sprint, gerade auf so schweren Ankünften, wie jetzt diese Windkante über die Brücke, eigentlich im Sprint absolut konkurrenzfähig und kann jede Etappe gewinnen. Natürlich hatten wir heute auch eine super Tagesform, muss man dazu sagen. Schade, dass wir es nicht genutzt haben. Aber gut, wir schauen mal auf die Gesamtwertung. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Fahrer gibt, die viel Rückstand bekommen haben. Kann man jetzt momentan nur so schwer sehen. Aber die Abstände sind natürlich noch nicht riesig. Das wird nach dem Kopfsteinpflaster. Da werden wir dann mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Adam Yates mit 3,52 Rückstand, aber er wird sicherlich auch nicht der Kapitän der Ineos Grenadiers sein. Vingegaard schon mit 3,30, aber auch das ist, glaube ich, nicht so richtig relevant für uns, weil Roglic uns in die Parade fahren wird. Also guter Auftakt, ein bisschen ärgerlich jetzt gerade, weil wir hatten noch so einen roten Balken übrig, hätten wir locker. Also selbst wenn das Ding noch 300 Meter gegangen wäre, hätten wir das wahrscheinlich mit 150 Metern Vorsprung gewonnen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, die Sprintposition, so wie ich sie jetzt fahre, ist besser, ein bisschen eher aus dem Windschatten raus. Wenn man dann nicht am Fahrer vorbeikommt, ist natürlich ein bisschen doof. War auch blöd gemacht von mir. Aber gut. Mund abwischen, weiter geht's. Das ist auch in anderen Branchen immer das Motto. So, wir starten jetzt. Ach, es geht nach Düsseldorf. Ja, interessant. Von Düsseldorf nach Sumanje sehe ich ja jetzt gerade das erste Mal. Also, willkommen in Deutschland. Ulle in Gelb in Deutschland. Wahnsinn. Berg der vierten Kategorie zum Abschluss. Das ist was für Ulle. Also wenn wir da nicht den Etappensieg holen, dann weiß ich es auch nicht. Also da müssen wir es gut timen. Ich hoffe mal, dass Ulle das gut macht und das gelbe Trikot verteidigt. So, wir haben den Großteil der Etappe mal geskippt, weil so spannend war das jetzt auch nicht. Wir versuchen eigentlich mit Wout van Aert hier mal nach vorne zu fahren. Schauen, ob der da gleich nochmal nach vorne brettert. Wir machen mal, ja gut, bringt eh nicht besonders viel. Die Etappe war echt langweilig. Ausreißergruppe ist auch schon längst eingeholt. Also da ist nicht viel passiert. 5 Kilometer sind es noch. Gleich geht es nochmal leicht bergauf im Finale. So, da kommt jetzt auch Wout van Aert, der aber wieder festhängt gerade. So, komm schon. So, Mathieu van der Poel auch hier vorne mit am Start. So, eigentlich möchte ich bei Wout van Aert ans Hinterrad. Damit der uns hier ganz gut in Position fährt. Ja, scheiße. Gleich mal weggeblockt worden. Das ist dann eben das Problem, wenn man nicht selber steuert. So, 2,3 Kilometer. Vorne nochmal mit einer Kurve, der wir jetzt nicht so richtig gut durchgekommen sind. Vorne kommt auch nochmal eine Kurve. Müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir da nicht weggedrängt werden, so wie jetzt gerade. So, wir gehen hier nochmal mit rüber zu Caleb Ewan und dann sind wir früh durch, aber das reicht dann trotzdem, obwohl es nicht gut gemacht war. Also bei weitem nicht gut genug gemacht eigentlich. Also wenn wir den höchsten Schwierigkeitsgrad hätten, dann wäre das hier, jetzt hätte sicherlich nicht funktioniert. Da waren wir in keiner guten Position. Aber wir sind mit Ulle momentan einfach auch so gut drauf, dass wir uns hier den Etappensieg holen. Und vielleicht ja sogar ein bisschen Zeitabstand. Schauen wir mal. Naja, das hat nicht gereicht haben. Aber trotzdem, Etappensieg für Ulle. Wir wollen jetzt ja gar nicht irgendwie negativ reden. Etappensieg für Jan Ullrich, der zweite. Und wir hätten eigentlich die Etappe davor auch gewinnen müssen, wenn wir ehrlich sind. Also das läuft gut. Natürlich gerade fürs grüne Trikot ist das nochmal ein Riesentriumph jetzt. Weil wir werden in den Bergen punkten fürs grüne Trikot. Wir werden flach punkten fürs grüne Trikot. Also ich wüsste nicht, wer uns da schlagen soll. Der Einzige, der es könnte, wäre Wout van Aert. Aber der... Ich hab so ein Gefühl, dass der fremdgesteuert ist. So, also Ulle vor Ewan und Egan Bernal. Interessant, Alaphilippe, die Ankunft für einige Sprinter doch ein bisschen zu steil. Bergwertung holen wir uns auch einen Punkt. 10 Sekunden vor Pogacar jetzt in der Gesamtwertung, 11 Sekunden vor Roglic. Evenepoel auf der 4 und dann haben wir unser starkes Team
ja generell sehr, sehr weit vorne platziert durch ein sehr, sehr gutes Auftaktzeitfahren. Einen Bergpunkt haben wir in der Punktewertung, 78 Punkte. Ich weiß gar nicht, wer unser ärgster Konkurrent werden wird. Ich tippe mal schon auf die Gesamtklassementsfahrer, weil es gibt sehr viele Zeitfahren, es gibt sehr viele Bergetappen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns da jetzt schon mal einen Vorsprung rausfahren. Ansonsten Dries van Gestel, der Ausreißergott dieses Spiels. Ulle bleibt mit mehr als doppelt so vielen Punkten vorne in der Pro Cycling Einzelwertung. Jetzt geht's auf die vierte Etappe von Dünkirchen nach Calais. Wir sind ja eben in Deutschland gestartet, sind dann wieder rüber nach Frankreich gefahren. Normalerweise war jetzt hier nach der dritten Etappe der erste Ruhetag bei der Tour de France, um eben diesen Transfer hinzubekommen aus Dänemark eben nach Dünkirchen. Also 175 Kilometer stehen hier auf dem Programm, einige Berge der vierten Kategorie. Ich denke mal, das wird auf Massensprint hinauslaufen. Ich will die Tour de France auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich glaube, jetzt hier in der ersten Woche ein Kampf ums Bergtrikot mit Küng oder sowas ist, glaube ich, nicht ganz so spannend. Wir wollen wissen, wie es mit Ulle ausgeht, deswegen machen wir in dieser Etappe auf jeden Fall auch noch das Kopfsteinpflaster. Und da haben wir so ein geiles Kopfsteinpflaster-Team mit dabei, dass ich hoffe, auch gerade mit einer guten Tagesform bei Ulle, dass wir da eine geile Teamtaktik reinballern können. Aber jetzt erstmal vierte Etappe, wahrscheinlich wieder Massensprint. So, wir haben wieder nichts verpasst. Sorry, wenn wir so schnell durch die Etappen gehen, aber ich glaube, wir wollen alle die spannenden Momente einfangen. Wie gesagt, ich will es nicht künstlich spannend machen. Wout van Aert fährt jetzt mal hier ganz kurz den Sprint an, beziehungsweise hält das Tempo hoch. Hauptfeld alles sehr, sehr breit noch aufgestellt. Das wird ein brutaler Sprint werden. Da haben wir Adam Yates, der sich auch nochmal einen kleinen Snack gönnt. So, Tim Wellens kommt. Müssen wir aber aufpassen, dass sie da vorne auch nicht wegkommen. Oh, Tadej Pogacar kommt. Interessant. Dann muss ich aber nicht selber hinterherfahren, sondern dann nehme ich einfach mal meinen guten Wout van Aert. Der ballert da mal durch. Ja, toll. Deswegen mag ich das nicht immer, diese Teamtaktik, weil es eben häufig dann so endet, dass er einfach keinen Bock mehr hat zu fahren. So, also heftig, was hier abgeht. Hatten wir aber schon mal, glaube ich, hier auf der Etappe, wo wir ein bisschen Zeit verloren haben. Also von vorne will ich den Scheiß nicht fahren. Da kommt jetzt Wout van Aert auch wieder. Der das Ganze hier mal anfährt. So, da kommen schon mal die ersten. Das war aber eher Quatsch. Okay. Ja, Caleb Ewan, dann geh halt auch los. Das war nicht so geil. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen zu früh draußen gewesen. Nee, wir holen uns den Sieg. Jawohl, also nächster Sprintsieg für Ulle. Wieder ein chaotischer Sprint. Ich glaube, wir hatten echt schon bessere Sprints, aber es reicht irgendwie für den Sieg. Ich kann nicht mehr genau sagen, woran das liegt. Anscheinend ist die Konkurrenz zur Tour de France nicht besonders gut in Form, aber vierte Etappe, dritter Etappensieg, und man muss ja immer wieder dazu sagen, den Etappensieg auf der zweiten Etappe hätten wir uns auch holen müssen. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Da sind wir nochmal ums grüne Trikot rum und dann haben wir einfach den längeren Atem. Das sieht immer so richtig doof aus. Jawohl, Wout van Aert freut sich. Da kommt auch der komplette Telekom Express noch mit rein ins Ziel. Wir haben gesehen, dass Tom Dumoulin leider gestürzt ist. Also der wird jetzt während der Tour de France erstmal keine Höchstleistungen bringen können. He's in sparkling form, auf jeden Fall. Wie gesagt, Marie Kondo wäre so stolz auf uns. Wir sparkeln dermaßen, dass wir nicht auf den Sperrmüll geworfen werden. Also nächster Sieg, wieder vor Caleb Ewan. Dann haben wir jetzt schon 20 Sekunden vor Pogacar und Roglic. Wenn es so weitergeht, dann gewinnen wir die Tour de France nur mit Zeitbonifikationen. Jo, das wird langsam sehr, sehr deutlich in der Pro Cycling Einzelwertung. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Da habe ich auch mega Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt die Flachetappen auch mal so ein bisschen schneller durchgewunken. Wir haben so ein geiles Kopfsteinpflaster-Team am Start. Und Ulle kann da inzwischen ganz gut mithalten. Also alles für den Dackel, alles für Ulle. Das ist das Motto heute nach Arenberg, Porte du Hainaut. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie und wo wir Tempo machen. Wir werden unsere Fahrer schonen auf den ersten Kopfsteinpflasterstücken, aber spätestens, ich glaube, das ist das fünftletzte, da beginnen die etwas längeren Kopfsteinpflaster. Da werden wir ein bisschen Tempo reinfahren und versuchen, den ein oder anderen Gesamtklassementsfahrer vielleicht schon ein bisschen abzuhängen. Los geht's mit dem Kopfsteinpflaster. Wir haben Roglic und Pogacar direkt vor uns. Die sind natürlich auch sehr wachsam, weil sie wissen genau, heute kann man die Tour de France nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. So, 5 Euro ins Phrasenschwein. So, nächstes Kopfsteinpflasterstück.
Teamtaktik gibt es jetzt hier erstmal noch nicht. Unsere Fahrer sind alle ordentlich platziert. Da sehen wir auch ordentlich Team Telekom. Keine Ahnung, warum wir gerade uns abgesetzt haben. Es liegt wieder an dieser Kurve. Das war definitiv keine Absicht. Die Kollegen sollten jetzt hier auch wieder vorbeistiefeln. Da kommt auch Tadej Pogacar, der gleich mal einen kleinen Schreck bekommen hat, als sich das gelbe Trikot dort abgesetzt hat. Also wäre natürlich geil, wenn wir das gelbe Trikot hier während der Tour de France nie wieder abgeben würden. Aber ich glaube, dass bei einigen Bergankünften dann eben doch die Kollegen noch stärker sind. Mit dem 82er Bergwert. Da brauchen wir schon gute Tagesform. Also Regeneration ist auch ein wichtiges Thema. Da müssen wir drauf achten. Und jetzt, ich mache das Profil ganz kurz nochmal ein bisschen größer. Es kommen jetzt noch zwei Kopfsteinpflaster. Da würde ich die Füße auch erst nochmal stillhalten. Und dann zwischen den beiden Kopfsteinpflastern das Team nach vorne holen und hohes Tempo fahren. Also komplett einfach hohe Geschwindigkeit fahren. Und vielleicht, wie gesagt, die kleine Lücke reißen. Vielleicht hat einer eine Panne oder einen Sturz oder sonst was. Man weiß es ja nicht. So, 3-Sterne-Kopfsteinpflaster. Ulle kommt hier inzwischen natürlich mit 72er Kopfsteinpflasterwert schon deutlich besser rüber. Und sein Zähigkeitswert ist nach wie vor unvergessen, legendär, wie man es auch immer nennen mag. Ich glaube, selbst Beat Breu schaut neidisch drauf. Sehr, sehr geile Serie vom Fußball nahe letztes Jahr gewesen. Müsste ich auch nochmal verlinken. Also alle, die Bock haben auf Tour de France, sollten sich das auch nochmal anschauen. So, jetzt sind wir gleich, sorry, noch nicht, aber bald sind wir in diesem Bereich. Und unserem Team geht es ja eigentlich echt noch gut. Dachte, unserem Team würde es besser gehen, aber es sind halt so die typischen Fahrer, Sepp Kuss, Geraint Thomas, Romain Bardet, die da jetzt ein bisschen Platz sind, aber wir haben natürlich mit Wout van Aert und Kollegen noch richtig gute Kopfsteinpflasterfahrer. Roglic sehr wachsam, oh, da ist eine kleine Lücke gerissen nach hinten. Wisst ihr was, wir machen jetzt schon mal hohe Geschwindigkeit fahren, was soll der Geiz? Je früher wir damit anfangen, desto besser und Ulle kann sich ja sowieso schonen. So, da ist Küng. Zeigt sich das jetzt, dass wir eine hohe Geschwindigkeit fahren? Das können wir natürlich auch machen, aber Lücke schließen ist nicht so richtig schnell fahren, sondern einfach nur, wie es da ja steht, mit Blick auf das Gesamtklassement. Ansonsten sagen wir dem Fahrer halt gleich, dass er einen gewissen Einsatz fahren soll. Also so eine 100 übers Kopfsteinpflaster. Ist bestimmt nicht verkehrt. Wir fahren mit Ulle eigentlich die ganze Zeit zu weit vorne. Aber das Tempo ist gerade auch nicht so hoch. So, vorne geht es dann gleich ins nächste Kopfsteinpflaster. Da haben wir jetzt endlich mal Bissegger, der nach vorne kommt. Das ist eine gute Geschichte. Jetzt gerade auch vor dem Kopfsteinpflaster. So, Tempo wird höher. Da haben wir Bonifacio, eher ein Sprinter. Lucy Lawless auch noch mit dabei. So, Bissegger an zweiter Position, der da jetzt gleich mal vorbeifährt und ein bisschen Tempo macht. Das haben wir auch hinter uns. Denn jetzt beginnen eigentlich ja erst die langen Kopfsteinpflasterstücke. Da kommt auch Küng. Und dann holen wir uns, glaube ich, wirklich eher zwei Fahrer, die da mit 100% drüber brettern, als dass wir da oben hohes Tempo einstellen. So, jetzt aber nochmal ein bisschen auch in den Windschatten gehen. Energie sparen. Wir wollen auch nicht zu übermütig werden, aber es sind nur noch 60 Fahrer hier drin. Tempo ist zum Teil aber echt niedrig. Und vorne, Total Energie hat auf jeden Fall Bock. Das ist doch Total Energie, oder? Ah ne, das ist Trek Segafredo, die da vorne gerade fahren. Man nicht so richtig gesehen. Schön, dass ich mit dem Fahrer aber auch so lang gefahren bin, als ob es die Perspektive groß verändert. Ein bisschen verändert es die Perspektive ja auch. So Leute, jetzt ist aber langsam mal Tempo angesagt. Holen uns mal unser Kopfsteinpflaster-Team. Vorne ist der Henninger Turm. Der motiviert mich, wie gesagt, immer ungemein. Tempo ist gerade generell nicht gerade niedrig. Aber da sollte schon noch ein bisschen mehr gehen. So, 60 Fahrer in der Gruppe. Da kommt auch Bissegger jetzt nach vorne. Jetzt wird die Straße schön schmal. So, Wout van Aert ballert. Da gehen wir nämlich mal mit ans Hinterrad bei Küng. Küng und van Aert ballern jetzt mal. Das wird Ulle sicherlich wehtun.
Aber dem einen oder anderen da hinten ebenfalls. Boah, alter Schwede, das zieht aber richtig. Können wir da eine kleine Lücke reißen? Naja. Also das ist jetzt mal so unsere erste Attacke, aber ich glaube, die Attacke ist auch ein bisschen zu krass. Das ist ein bisschen too much. Ein bisschen rausnehmen vielleicht. Vorne ist es dann rum. Dann können wir den roten Balken auch wieder ein bisschen regenerieren. Aber das zieht gerade richtig. So, da sind wir dann raus aus dem Kopfsteinpflasterstück. Also das war ein übles Kopfsteinpflaster. Das heißt, das mal den roten Balken ein bisschen zu regenerieren. Das rote Gel nehme ich schon mal ein kleines bisschen, aber wirklich nur minimal. So, eine Kurve. Boah, endlich mal eine Kurve, die die KI ganz ordentlich fährt. Tadej Pogacar ist noch mit dabei. So, und das nächste Kopfsteinpflasterstück kommt gleich. Und das ist so ein doppeltes Kopfsteinpflasterstück. 45 Fahrer am Start. So, aber das hat doch jetzt einer gerufen, haltet euch ran. Da sind doch definitiv deutsche Sprechchöre mit drin. So, vorne geht's ins nächste Kopfsteinpflasterstück. Dann nehmen wir uns wieder ein Hinterrad. Von Bissegger wahrscheinlich am besten mal. Der da jetzt auch vorne dran bleibt. Also der Telekom Express zieht weiter durch. Mit 90 liegt uns, glaube ich, auch besser. Sind da immer in einer guten Position. Tadej Pogacar hält allerdings da auch sehr, sehr ordentlich mit. Wir müssten mal schauen, dass wir die blauen Gele verteilen. So, Bissegger nimmt er jetzt gerade ein bisschen raus. Bleiben mal hier in Position, ohne uns da hinten dran zu hängen. So, Tish Benoit, Tadej Pogacar wieder links neben uns. Also der fährt sehr, sehr wachsam, drängt uns da jetzt gerade ein bisschen weg. Dries van Gestel geht mir auf den Sack. Vorne sind wir dann drüber über das Kopfsteinpflaster. Sehr, sehr gut. Sind hier aber jetzt auch nur noch 13 Fahrer drin. 13 Fahrer dahinter, 1,16. Da ist eine Lücke gerissen. Die müssen jetzt richtig arbeiten. Bardet und Dumoulin sind weg. Jaron Thomas kriegt mal das rote Gel. Ansonsten sieht das noch sehr ordentlich aus. Auch mit dem blauen Gel von Ulle. Oh, jetzt wollte er gar nicht das rote nehmen. Hallo, jetzt spring schon rüber. Ja, okay, warten wir noch mit dem blauen. So, 35 Fahrer hier drin. Ulle vorne schön mit dabei. Sollte da jetzt nicht eingeklemmt werden. Das sieht bislang, wie gesagt, richtig, richtig gut aus. Kurz mal attackieren. Vorne nach wie vor unsere Kopfsteinpflaster-Jungs am Start. Wout van Aert macht da eine Mordsarbeit. Gruppe Fanmarke vorne noch weg, aber nur noch 43 Sekunden. Hier sind es 19 Fahrer und Ulle kommt hier sensationell gut mit. Die schwersten Kopfsteinpflasterstücke haben wir jetzt. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. So, dann können wir nämlich hier auch wieder sagen, es sind ja nur noch 17 Kilometer. Wir machen hier weiterhin mal richtig Tempo. Müssen das jetzt ja auch durchziehen. Nehmen mal komplett das blaue Gel. 20 Fahrer sind es hier. Die Gruppe Pogacar ist abgehängt. Das wäre so, so nice, wenn wir das wuppen könnten. Pogacar hier ein bisschen Zeit abzunehmen. So Leute, kommt, fahrt weiter. Wir wollen Pogacar nicht rankommen lassen. Ansonsten fahre ich halt hier durch die Kurven. So, jetzt dürft ihr dann gleich wieder übernehmen. Auf dem Kopfsteinpflaster. So, kommt schon, Jungs. Wir wollen Pogacar abhängen. Da kommen jetzt gleich auch nochmal zwei Kopfsteinpflasterstücke, wo wir richtig rein attackieren. So, komm schon, Bissegger. Ich
Da müssen wir jetzt schauen, dass wir hier vorne mit drin bleiben. Kühn und Wout van Aert ballern da auch durch. Wir sind gut geschützt bei unseren Jungs. 12 Kilometer sind es noch. Sauber, auch da sind wir durch. Ziehen vorne weiter durch. Sehr, sehr enger Parcours. Also das läuft super, super gut. Da hole ich auch mal den inneren Pep Guardiola in mir raus. Super, super Spieler. Super, super. Weltklasse. Bad Stuber, der beste Innenverteidiger, den ich jemals gesehen habe. So, 10 Kilometer noch. Wollen es natürlich auch nicht übertreiben. Aber im Windschatten sieht das erstmal sehr ordentlich aus. Kurze Bestandsaufnahme. 23 Fahrer sind hier vorne drin. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Tadej Pogacar ist nämlich abgehängt und Roglic ist ebenfalls abgehängt. Also wir haben beide Gesamtklassements-Fahrer abgehängt. Das wäre natürlich sensationell, wenn wir das jetzt bis ins Ziel durchhalten könnten. So, Kühn und Van Aert machen da weiter Tempo. Rotes Gel können wir mal nehmen. Bissegger kriegt das auch mal. Und dann zieht Wout van Aert hier weiter durch. Ein kleines Kopfsteinpflasterstück kommt noch. Wir müssen halt aufpassen, dass wir den blauen Balken auch nicht zu sehr kaputt fahren. Aber das sollte eigentlich alles noch passen bis ins Ziel. Sieht sehr, sehr gut aus. 22 Fahrer, Vorsprung nach hinten, jetzt über eine Minute auf das weiße Trikot. Und ist ja legitim, auch hier schon zu attackieren. Tadej Pogacar hat hier ja auch einen leichten Vorsprung sich rausgefahren. Auf den Kopfsteinpflasterstück. Ich wollte nur die Kurve wieder nutzen, um hier ein bisschen abzukürzen, weil ansonsten sehen wir hier nämlich auch kaum Land. So, Mathieu van der Poel hat nicht so richtig Bock auf mich. Man gerade sieht. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht voll durchsprinten. 5 Kilometer sind es noch. Vorsprung wird immer größer nach hinten. Thijs Benoot hat da jetzt Probleme. So, sehr, sehr gut. Richtig, richtig gut. Nehmen nochmal rotes Gel. So, Wout van Aert, sorry. Die Kurven, die kriege ich einfach besser hin. 15 Fahrer sind hier vorne. So, roter Balken wird gleich wahrscheinlich automatisch nochmal voller werden. Weißes Trikot, 1,38 der Rückstand. Total geil. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. In meinen feuchtesten Träumen. So, Wout van Aert macht weiter Tempo vorne. Da kommt dann auch nochmal eine Kurve hier. Deswegen können wir es, glaube ich, dann auch selbstständig schon mal von vorne lossprinten. Jasper Stuyven, da ist Türgis. Da gehen wir nochmal ans Hinterrad bei Türgis. Kommen wir dann nochmal vorbei auf den letzten Metern. Jawohl! Etappensieg auf der Kopfsteinpflaster-Etappe. Mega gut. Ole dominiert hier die Tour de France. Richtig, richtig gut. Jetzt schauen wir mal auf die Abstände. Und vor allem Kopfsteinpflaster-Etappe gewinnen ist für Ole ja auch nochmal enorm geil. Also das hat doch Spaß gemacht. Puh. Ich müsste hier mal ein bisschen Luft reinlassen. Ich glaube, mein Hirn hat keinen Sauerstoff mehr. So, Lopez ist abgehängt. Der braucht noch ein bisschen. Richtig geile Etappe. Und da lohnt sich natürlich auch das sensationell gute Team, das hier die ganze Zeit Tempo gemacht hat. So macht das auch nochmal mehr Spaß. Ja, egal. Wir werden es schon gewonnen haben. Puh. Aber sehr nice. Da überschlägt sich die Stimme. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Tadej Pogacar und Roglic dann im Endeffekt verloren haben. Also Ulle in der Gruppe mit Türgis, Van der Poel. Welche anderen ist es eigentlich auch nicht ein einziger Klassementsfahrer vorne in der Gruppe dabei gewesen? Das muss man auch erstmal schaffen, dass Ulle dann sogar noch den Etappensieg holt. Dann haben wir... Wir gehen es mal durch. Wir haben ja Zeit. Roglic mit 2 Minuten... 2 Minuten 16. 2 Minuten 16 für Roglic.
Luzenko mit 2:16, Pogacar mit 2:16, krasser Scheiß. 2 Minuten 16 nehmen wir tatsächlich den beiden Slowenen ab, die unsere größten Konkurrenten sein sollen. Werden sie auch sein, also das ist schon enorm geil. Dann sehen wir jetzt 2:46 auf Pogacar, 2:47 auf Roglic. Wir haben die Dreifachführung in der Gesamtwertung. Wir sind in der Bergwertung auf dem dritten Platz, Wahnsinn. Punktewertung mit 182 Punkten. Ich glaube, deutlicher, so deutlich lag wahrscheinlich selbst Wout van Aert nicht vorne. Nachwuchsfahrerwertung führen wir ebenfalls an. Bissiger auf dem guten dritten Platz. Das wird er nicht halten können. 6 Minuten vor Quickstep. Richtig geil. So, 6. Etappe. Die nächsten Tage können kommen. Die nächsten Folgen können kommen. Dann geht es wieder nach Longwy. Das ist auch eine Etappe, die Ulle liegt. Dann geht es nach Nancy. Das ist ein Sprint, 230 Kilometer. Je länger die Etappen, desto besser für Ulle. Und dann geht's in die Berge vor dem Ruhetag, Bergankunft in Finot-Immoçon. Da sind die Emotionen wahrscheinlich richtig hoch. Und dann fahren wir natürlich wieder zur Sonne, 188 Kilometer, das ist nicht der steilste Berg. Aber hier habe ich ein bisschen Schiss vor. Zwei Berge der ersten Kategorie direkt hintereinander, wenn da ein hohes Tempo gefahren wird, dann kann Ulle dort vielleicht auch wieder das gelbe Trikot verlieren. Aber jetzt sind wir erstmal sehr glücklich, das hat perfekt funktioniert, bis auf den Sprint in der zweiten Etappe haben wir alles mit Ulle gewonnen. Und ich denke mal, vielleicht geht es ja so weiter, aber wenn es dann tatsächlich auch so weitergehen sollte, dann wird es die letzte Saison mit Ulle werden. Aber ich glaube, dass die Bergetappen tatsächlich echt schwer werden. Da werden wir sicherlich auch mal Zeit verlieren. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Schauen. Danke für jeden Kommentar, für jeden Daumen nach oben, für jedes Abo. Ich bin total glücklich momentan. Aus vielen Gründen, aber auch deswegen. Also, Dankeschön und bis morgen.